In diesem Video wollte ich meine Muslime, meine wundervollen Muslime, eine sehr, sehr ernsthafte Frage stellen. Und zwar, was ist das für ein Gefühl, mein lieber Muslim, wenn du so mit eigenen Augen liest, deinen authentischen Quellen, dass Mohammed ein 6-jähriges Kind geheiratet hat und die Ehe konsumiert hat, als sie 9 Jahre alt war. Und was dem Ganzen ja noch einen draufsetzt, ist ja, dass Aisha so unreif war, sowohl geistlich als auch körperlich, dass sie samt ihrer Puppen, die sie hatte, mit in das Haus von Mohammed nahm. Könnt ihr euch vorstellen, ein 53-jähriger Mann, der ein kleines, unschuldiges Kind anfasst, die noch mit ihren Puppen spielt und diese Puppen auch mit in das Haus von diesem Mann nimmt. Und das Ganze lesen wir in Sunan an-Nasai, Hadith 33:78, wo Aisha selber sagt, er hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war und die Ehe konsumiert, als ich 9 war. Und ich habe meine Puppen dann mit in sein Haus genommen. Glaub mir, so wahr ich hier so sitze und fahre, würde ich eine Stelle in der Bibel lesen, dass der Herr Jesus Christus ein kleines 6-jähriges Kind geheiratet hätte. Ich wäre heute kein Christ mehr, glaub es mir. Ich würde ihm niemals auch nur einen Schritt nachfolgen. Deswegen begreife ich ja gar nicht, wie können Muslime so einem Menschen folgen und das auch noch verteidigen? Das müsst ihr euch mal geben. Ihr Muslime verteidigt jemanden, der wirklich ein kleines, unschuldiges Kind angefasst hat und ihre Unschuld nahm, als sie 9 Jahre war. Und sie war sehr, sehr unreif. Ja? Sie war so geistlich und physisch so unreif, dass sie mit Puppen gespielt hat. Und Kinder spielen mit Puppen. Und ihr Muslime versucht das sogar noch zu verteidigen und sagt, Aisha war schon früh reif und so. Das stimmt aber nicht. Das ist eine glatte Lüge, weil ihr euch allesamt schämt. Und deswegen sage ich dir, mein lieber Muslim, wenn du dich schämst für Mohammed, dann verlasse heute noch den Islam und komme zum wahren Vorbild Jesus Christus, der dich liebt und dich weghaben will von diesem Unsinn, der in den islamischen Schriften geschrieben steht.